Weit nach Alexandria, die Küste fällt einförmig ins Meer. Das Mädchen erzählt ihrer Mutter, dass dieser Lupe ihr immer über die Schulter blickt. Nicht, als übersähe er sie, vielmehr als stünde jemand hinter ihr. Schwarze, buschige Augenbrauen hat er und zwei Falten tief in der Stirn, sagt sie. Für einen Mann ist er eher zu klein, sagt sie. Er reicht ihr kaum bis zum Kinn. Das ist, was sie sieht. Raoul überraschte sie einmal dabei, wie sie die Truhe öffnete. 3 Dutzend Gläser und Fläschchen waren darin, mit Sand gefüllt, weißem, schwarzem, allen Farben von Rot. Er verlor darüber kein Wort. Tagsüber verlässt er nur selten das Haus. Abends setzt er sich zu den Männern ins Café. Die Frauen gehen über die Straße in die Häuser. Unter dem Hijab sind ihre Gesichter nicht zu erkennen.